Wer um das Jahr 1870 eine Nähmaschine kaufen wollte, kaufte möglicherweise eine von Grimme, Natalis und Co. Die Geschäfte liefen offensichtlich gut, sodass sich der Geschäftsmann Albert Natalis 1873 ein Haus am damaligen Stadtrand baute. Hätte Albert Natalis geahnt, dass sein Haus, inzwischen fast 150 Jahre lang, immer wieder an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst wurde, dabei aber seinen reizvollen Charakter immer bewahrt hat, er hätte sich bestimmt darüber gefreut. Nachdem das Gartengeschoss der Villa Natalis zuletzt 10 Jahre lang als Café genutzt wurde, ist sie jetzt wieder als Ganzes zum neuen Zuhause für eine 6-köpfige Familie geworden. Neben erforderlichen Sanierungsarbeiten lag der Schwerpunkt bei den in 2018 durchgeführten Maßnahmen auf der Neugestaltung des Treppenbereiches im Zentrum des Hauses und der Verbesserung der Eingangssituation. Selbstverständlich war die Denkmalpflege in alle Entscheidungen eingebunden. Historische Elemente wurden sorgfältig erhalten bzw. ergänzt. Schließlich waren es die bezaubernden Türklinken, die den Ausschlag gaben, das Haus zu kaufen. Während die Grundstruktur des Hauses über die Jahre unverändert blieb, wurde die innenliegende vorhandene repräsentative Treppe bereits im Jahr 1934 entfernt und zu einem beengten Aufgang ins Obergeschoss umgebaut. Jetzt ist daraus wieder ein lichtdurchfluteter Mittelpunkt des Hauses geworden. Maßgeblich dazu beigetragen hat der zufällige Fund eines historischen Oberlichts auf dem Dachboden während der schon laufenden Bauarbeiten. Es lag dort vermutlich seit der Umgestaltung von 1934. Das Oberlicht wurde in die Gestaltung des Treppenraumes eingearbeitet, die zerbrochenen Scheiben erneuert und von einem Restaurator, orientiert an den vorhandenen Ornamenten, wieder bemalt. Öffnungen in den begrenzenden Wänden sorgen dafür, dass die drei Geschosse räumlich wieder stärker miteinander verbunden werden. Die Geländer wurden teilweise nach historischem Vorbild ergänzt. Der Dialog mit modernen, schlichten Elementen lässt dem Denkmal allerdings ganz bewusst gewissermaßen den Vortritt, ohne in Konkurrenz mit ihm zu treten. Der gleiche architektonische Ansatz galt bei der Erneuerung der Eingangstreppe an der Nordseite des Hauses. Man hätte versuchen können, irgendetwas Historisches nachzuempfinden, wäre meines Erachtens aber die schlechtere Lösung, denn die moderne Treppe lässt dem historischen Gebäude viel mehr von seinem eigenen Charakter und die neue Treppe zeigt einfach die geschichtliche Entwicklung des Gebäudes. Die neue Treppe ist unmissverständlich ein Kind unserer Zeit. Trotzdem gibt es gestalterische Bezüge zum denkmalgeschützten Gebäude. Die Verwendung von Sandstein für die neuen Treppenstufen, der mit dem Naturstein des Gebäudesockels harmoniert, sowie die farbliche Nähe zwischen der alten Eichenhaustür und der neuen Treppenkonstruktion sind dafür entscheidend. Die rostigen Cortenstahlplatten sind einerseits modernes Element, andererseits auch ein Anknüpfen an die geschichtliche Patina, die den Charakter eines solch alten Gebäudes ganz wesentlich prägt. Das gläserne Treppenpodest direkt vor der Haustür stellt den polygonalen Erker wieder frei. Die Wohnatmosphäre des 19. Jahrhunderts lässt sich am eindrucksvollsten auch heute noch in den Gartenzimmern im Souterrain des Hauses erleben. Der Charme der hohen hellen Räume lebt weiter und wird ergänzt durch moderne Einrichtung und Beleuchtung. Das Nebeneinander von Alt und Neu ist sozusagen ein Sinnbild für das spannende Leben zwischen Geschichte und Gegenwart, dem erklärten Ziel der jetzigen Bewohner. Eine Planung der Baumaßnahme im üblichen Sinne war kaum möglich. Fast täglich gab es neue Erkenntnisse, die berücksichtigt werden wollten, sodass wenig im Büro des Architekten Heribert Maurer gezeichnet wurde, sondern viel direkt auf der Baustelle in unmittelbarer Abstimmung mit den Handwerkern und den Bauherren entwickelt und geplant wurde. Mit vereinten Kräften ist es so gelungen, die Villa Natalis für die nächsten 150 Jahre wieder fit zu machen. Respekt vor der Aufgabe, ein solches Haus zu bewahren und zu gestalten. Demut, in einem solchen Haus mit Geschichte und Charakter leben zu dürfen. Dankbarkeit, dabei von vielen Handwerkenden und unserem Architekten so gut unterstützt und begleitet zu werden. Einem Architekten, der einen einzigartigen Blick für Formen, Licht und Farben, für das Ganze und für das kleine Detail hat, und dies in Gesprächen und mit wenigen Bleistiftstrichen allen Beteiligten fast spielerisch leicht vermittelt. Und zugleich eine Architektur, die nicht um ihrer selbst willen erschaffen wird, sondern um mit und in ihr zu leben. Von ganzem Herzen danke.